darf ich hier auf die Bühne bitten Ingrid Birger-Binder. Sie ist Arbeits- und Wirtschaftspsychotherapeutin, hat hier wissenschaftlich in die Tiefe gehende Bücher geschrieben. Ja, und ich freue mich jetzt, Ingrid, dich zu fragen, was verstehst du unter dir? Ja, darf ich einmal herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir schon so eine Herzensstimmung in den Saal bekommen haben. Also eine schöne Einleitung. Ja, Herzensliebe. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, ich bin jetzt arbeitslos, gerade Arbeits- und Wirtschaftspsychotherapeutin, da kann sich wahrscheinlich niemand was vorstellen. Ja? Also muss ich auch so wie du kurz ausholen und sagen, mein Erststudium war Wirtschaft, da geht es ums Geld. Ich habe im ganzen Studium über den Menschen nichts gehört. Und dann habe ich eine eigene Firma gegründet und dann ist man mit Geld beschäftigt und der Mensch ist ein bisschen hinten nach und dann ist man selbst und ständig, also man ist selbstständig. Und nachdem dann so vier Kinder so passiert sind, einer nach dem anderen, aber um Gottes Willen, da gibt es noch was anderes. Also man hat die Kinder auch noch und dann beginnt es schon schwierig zu werden. Und ich bin bei einem Beruf gelandet, der für mich im Alter von 20 vollkommen unmöglich gewesen wäre. Nämlich bei der Psychotherapie, weil das hat man nicht, das braucht man nicht, das tut man auch nicht. Und sozusagen spannt sich der Bogen jetzt. In meinem Alter bin ich draufgekommen, es braucht genau die Verbindung. Und ich versuche auch in meiner Arbeit, diese Brücke zu schlagen, vom Menschen zur Wirtschaft und umgekehrt. Das heißt, mein Wirkungsbereich, ich habe eine Praxis in Wien und in Eisenstadt und ich habe ein Zentrum für die betriebliche Gesundheit, wo es um Menschen in Unternehmen geht. Und die Fragen, die jetzt so herankommen, wenn die Leute kommen und sagen, wir haben gestern gehört, viele sind erschöpft. Ja? Also ich habe viele Personen, die hereinkommen, die sagen, ich kann nicht mehr. Geschäftsführer, die sagen, ich kann heute nicht mehr in mein Auto steigen. Ja? Oder andere, die sagen, ich kann nicht mehr arbeiten. Ja? Ich kann nicht mehr, schlafe nicht mehr. Also das sind alle diese Dinge, die wir hören. Und das, was bei uns in Österreich noch gesagt wird, naja, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Sport und ein bisschen gesunde Ernährung. Und dann passt das schon. Das war das eine, was ich gehört habe. Und man dachte, na, das funktioniert aber nicht. Ja? Und dann kam ein Klient von seiner Frau geschickt, das ist ja meistens so, die Freundin und die Frau hat gesagt, du musst jetzt was tun. Sagt er, ich weiß zwar nicht, was ich tun soll, jetzt bin ich bei Ihnen. Und kam mit einem Sackerl so, Medikamenten und sagt, soll ich das alles nehmen? Sage ich, naja, ich bin kein Arzt. In Österreich darf man gar nichts als Psychotherapeut, ja, sage ich, wenn es wichtig ist, dann nehmen Sie es. Ich kürze das jetzt ab, also er war relativ schnell wieder in der Arbeit, hat sich gefreut, war alles bestens und hat festgestellt, dass im Unternehmen niemand was gegen ihn hat. Also, dass alle freundlich waren und dass man ihn auch, also im Human Resource Management sogar einen anderen Job angeboten hat, das war eigentlich kam er dann so, das ist ja alles in Ordnung dort. Ja, aber er wollte kündigen am Anfang. Und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen jetzt was sagen, das war die letzte Stunde, die er mir hatte, ich muss Ihnen jetzt was sagen. Ich war beim Psychiater. Man hat mich so angeschaut, was ich sage, sage ich, das ist in Ordnung. Er sagte, ich war auch immer dort, er hat mich alle 3 Wochen gestellt. Und das war die letzte Stunde und ich habe mich etwas getraut. Da habe ich mir gedacht, was traut man sich beim Psychiater? Ja, was traut man sich beim Psychiater? Und er sagt, naja, der Herr Doktor hat mir gesagt, er fährt jetzt weg und hat seinen Medikamentenblock genommen und hat seitenweise, ich komme jetzt wieder im März, 6 Monate, Sie kriegen alle Medikamente vorgeschrieben für 6 Monate. Und dann hat er sich ein Herz gefasst und hat gesagt, Herr Doktor, ich muss Ihnen was sagen, ich habe kein einziges Medikament genommen. Und die plötzliche, sofortige Antwort des Psychiaters war, dann können Sie nicht gesund sein. Das sind so die Geschichten, die man hört. Ja? So, also jetzt die Frage. Ja, worum geht's? Worum geht's? In einer Minute. In einer Minute. Ja, ich sag, wenn mal anfangen zum Reden, muss man gestoppt. Also es geht darum, dass, glaube ich, wenn Menschen kommen, dass sie mehr Bewusstsein über sich selbst lernen. Also wie ticke ich? Woher komme ich? Was führt mich? Was treibt mich an? Und das ist die Grundvoraussetzung, dass wir etwas ändern.
anschauen. Also zuerst, was ist meine Lebensgeschichte, wo komme ich her? Was ist dann die, was ist mein Workstyle? Und dann erst die Ebene meiner Energie. Ich ende mit zwei Zitaten, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich bin ja in meiner Psychotherapie-Richtung ist Logotherapie und Existenzanalyse und ich muss ein Frankl-Zitat bringen. Und zum Thema Lieben. Jemanden in seiner ganzen Einmaligkeit und Einzigartigkeit erleben heißt ihn lieben. Und ein zweites Zitat noch, man kann ohne Liebe Holz hacken, man kann aber nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen. Dankeschön. Danke.